Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es wieder ums Thema Bonsai und wir werden einen Bonsai, in diesem Fall einen Lonizerer, aus dem Topf herausholen, uns ansehen, wie er sich entwickelt hat. Und ja, leider habe ich damals nicht gefilmt, wie ich den vorbereitet habe. Nichtsdestotrotz graben wir den ins Außen, gucken uns den an. Er sitzt auf einem Stein und das wird sicherlich sehr interessant werden. Und im weiteren Verlauf werden wir dann diesen Kandidaten wieder einschlagen. Also wir werden ihn nicht einpflanzen in eine Schale, sondern einschlagen, erstmal vorübergehend. Denn wir werden eine Schale selber kreieren für diesen Bonsai und ihn dann später in diese Schale einpflanzen. Aber das zeige ich euch dann in einem anderen Film. Und jetzt buddeln wir den Kandidaten erstmal aus. Viel Spaß! Wir haben uns jetzt nach drin verzogen, denn draußen ist es sehr windig und das Licht geht an und aus und das ist alles ein bisschen Banane. Von daher machen wir das jetzt hier drin hier Ruhe und wir schauen uns den Kandidaten noch einmal kurz an. Ich habe den damals gefilmt, als wir ihn zurechtgeschnitten haben. Das war eine sehr radikale Maßnahme. Aber ich denke mal, wie wir sehen, hat es sich gelohnt, diese Maßnahme durchzuführen und der Baum hat sich prächtig entwickelt und hat auch eine schöne Gestalt mittlerweile schon. Ja, und wie gesagt, er sitzt auf einem Stein, den kann man hier auch ganz gut erkennen, den Stein. Wie das Ganze innen aussieht, weiß ich ehrlich gesagt jetzt selber auch nicht mehr. Von daher lasse auch ich mich überraschen, wenn wir den Ganzen jetzt gleich auspacken. Aber ich werde mir vorher noch einen kleinen Kaffee trinken und dann in Ruhe das Ganze angehen. Bonsai ist eine lange, lange und langwierige Zeit. La 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 la. Bitteschön. So, Kaffee ist aus und wir legen jetzt los. Jetzt holen wir den Kandidaten erst aus dem Topf heraus. Ich hoffe, dass er sich einfach oder auch nicht. Geht auch. Ein bisschen schwer, der Kandidat. Da kommt er gleich wieder Topf rein. Stellen wir erstmal die Seite. Und jetzt machen wir erstmal oben alles ab. Ich weiß, ich mache jetzt hier ein bisschen Dreck, aber das ist nicht schlimm. Denn der Papa macht ja auch wieder sauber. Ich bin echt mal gespannt, wie der Stein mit den Wurzeln aussieht. Ja, da liegt Folie drunter, das ist schon mal gut. Eine sehr gute Vorbereitung. Die nehme ich schon mal ab. Dann ich schneide jetzt erstmal die Wurzeln ab, die in die Tiefe gehen, denn die brauchen wir sowieso nicht mehr. Dann wollten wir jetzt auch keinen Affen machen hier mit dem Vlies, das wir damals untergelegt hatten, beziehungsweise in den Topf reingelegt hatten, damit uns das Substrat nicht rausrieselt. Jetzt habe ich einen schönen Berg. Nun. Ja, also angewachsen ist er gut, aber wie gesagt, das Ganze müssen wir jetzt erstmal befreien. Dazu gehe ich gleich nach draußen. Ich mache jetzt hier drin nur das Grobe ab und draußen spülen wir das Ganze dann mit einem Wasserstrahl ab. Das geht dann wesentlich einfacher. Ja, viel mehr kriege ich jetzt auch noch nicht ab hier drin. Wie gesagt, das Ganze nehmen wir jetzt mit nach draußen. Nehme ich euch auch noch mal kurz mit und dann werden wir den Kandidaten jetzt erstmal freispülen, damit wir die ganze Geschichte ein bisschen besser uns anschauen können. Ne, Coco? Und du bleibst hier, das liegt, ja? Oder willst du mit nach draußen? Schau mal. Wir sehen uns jetzt draußen. Hallo, Kuckuck. Ja, wir sind wieder drin. Wir haben ihn jetzt freigespült und ja, jetzt kann ich mir Gedanken machen, was ich da für eine Schale kreiere, wie ich die gestalte. Eigentlich verrate noch nichts, das sehen wir dann später. Sonst wäre es ein bisschen blöd, wenn ich jetzt schon verrate, was ich hier vorhabe. Aber nichtsdestotrotz, man kann also sehen, aus einer Lonizera kann man innerhalb von 2 Jahren sich einen Bonsai gestalten. Und man sieht, er hat einen schönen dicken Stamm, nicht sehr viele Hauptäste, aber das ist nicht so schlimm, denn der Baum soll insgesamt etwas kleiner gedrungen bleiben. Also ich denke mal, vom Habitus her ist das vollkommen ausreichend, so wie das ist. Er hat auch schöne dicke Wurzeln über dem Stein hier. Und die haben wir damals gekappt, voraussichtlich in einer nicht passenden Höhe, aber das werden wir erst später sehen, wenn wir den Stein dann beziehungsweise die Pflanze dann richtig eingepflanzt haben. Denn die Schnittstellen, wo wir die Wurzeln damals gekappt haben, die sollte man natürlich nicht sehen auf dem Stein. Das sieht ein bisschen blöder aus. Aber wie gesagt, das sehen wir dann, wenn das soweit ist. Ja, ich denke mal, wie gesagt, also in 2 Jahren sich so eine Pflanze zu entwickeln,
gar nicht so übel. Und ja, dazu nimmt man sich Pflanzen, die halt im Garten gewachsen sind, schon ein paar Jahre da stehen. Und was ich euch mitgeben möchte als Tipp jetzt, gerade bei der Lunizera, wenn ihr eine Lunizera habt im Garten und lasst sie nicht einfach wachsen, sondern schneidet die mir ein paar Mal zurück, also auf, keine Ahnung, je nachdem, was ihr euch gestalten wollt, 10 cm, 15 cm, 20 cm, auf jeden Fall öfters im Jahr mal zurückschneiden, dann entwickelt sich das ganze Innere kompakter und dichter und dann kann man später sich daraus etwas gestalten. Man wird sich wundern, wie viele Triebe sich hier aus diesem Kern entwickeln, also da kommen wirklich 40, 50 Triebe raus und das wird später ein bisschen schwierig, sich dann zu entscheiden, was man davon behalten und was nicht, aber das ist sowieso bei jedem Bonsai, bei der Lunizera anders, also nicht jeder sieht aus, also einer wie der andere, sondern jeder gibt was anderes her und da muss man sich dann Gedanken darüber machen, was man daraus gestaltet. Auf jeden Fall, aber Gartenpflanzen ein paar Jahre wachsen lassen, immer zurückschneiden, zurückschneiden und irgendwann hat man ein kompaktes, dickes Ding und daraus kann man sich aber schönes basteln. Ja, ich denke, das war's auch für heute. Mehr kann ich euch hier jetzt erstmal nicht zeigen. Ich werde hier jetzt keinen Wurzelschnitt machen oder dergleichen, sondern ich werde den jetzt so einfach in den Topf einpflanzen, ohne auf was zu achten, einfach einpflanzen und dann warten wir halt, bis die Schale fertig ist, dann hole ich ihn wieder raus und dann kann er in die Schale gepflanzt werden. Wird nochmal eine interessante Geschichte auf jeden Fall. Ja, und den hatte ich jetzt ungefähr vor einer Woche zurückgeschnitten und der war also ja, so weit rausgewachsen wieder. Und mittlerweile ist er jetzt so weit, wo man wirklich sagen kann, also das, diese kleine Struktur behalten wir jetzt bei und werden ihn auf jeden Fall immer wieder pinzieren und dann ja, klein halten halt. Ich zeige euch mal ein paar kleine Nahaufnahmen eben noch. Das wird etwa die Höhe sein, in der wir später den Baum in die Schale dann pflanzen mit dem Stein. Also hier sieht man ein schönes Plateau, das ist also sehr schön, wo der oben drauf steht und wie die Wurzeln dann heruntergeht. Und das ist also ein, kann man sagen, zweigeteilt kann man jetzt nicht sagen. Man kann hier erkennen, dass das also entweder Bruder und Schwester sind oder irgendwie dergleichen. Die sind aber miteinander verwachsen. Man sieht, der geht hier drüber. Auf jeden Fall eine sehr interessante Erscheinung. Also das ist ein echt geniales Teil, finde ich. Ich zeige euch nochmal eben den Stein, wie wir den da drauf befestigt haben. Also wir haben so ein elastisches Band genommen und haben das dann um den Stein drumherum gewickelt mit den Wurzeln. Und so den ganzen Kandidaten dann auf dem Stein befestigt. Das war's dann auch für heute. Ich hoffe, euch hat der kleine Film gefallen und wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. Und die Schale, ob ich die jetzt filme, wie wir die gestalten, das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall werde ich es euch zeigen, wenn es fertig ist und wie wir den Baum dann einpflanzen. Denn wie man Schalen herstellt, habe ich schon etliche Filme drüber gemacht. Ich denke mal, das brauche ich jetzt nicht zu machen, aber ich werde euch die Schale dann zeigen, wenn sie fertig ist. Auf jeden Fall wird sie aus Betonestrich bestehen und diesmal ohne Fiboterm, weil ich momentan kein Fiboterm mehr habe. Also nehme ich jetzt dieses Mal normalen Betonestrich, aber das wissen wir auch, dass das funktioniert. Von daher machen wir das jetzt einfach mal. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns in einem nächsten Film mal wieder. In dem Sinne, euer Detlef Römisch. And have fun with Bonsai. Ciao. Beautiful. Yes. Gell, Coco? So, pflanzen wir den eben schnell wieder ein. Beziehungsweise einschlagen nennt sich das, weil wir hauen ihn da einfach nur rein. Und dann kann er dort warten, bis wir ihn wieder rausholen. So, ready. Angießen und fertig. Da kann er warten, bis er wieder rauskommt. Ciao. Eigentor. Ha ha ha.